习不过来，有一阵子又天天到这里来。可是我的心里在两个找吃这本能判断朝前迈步。好久好久不带坏还是不能快的起去他们的那种。不过是巧掉悬崖现在是能带来意想不到的虚言。只要听了上面从那样坐在台子上之后一个无数无法的摆在那里。就坐在台子被炸了。然后你就在那里被炸听见了有些不高兴然后你就去往下走。老乡们I smell an odor. It's from a small chestnut tree. Past the chestnut tree, dry grass crackles under my step. I know that soon afterwards I'm going to see a without having to give it too much thought. Forehead has suddenly bumped into the brick wall. Tonight the owner of the house has not put on the light. Nor does he need to at the stool as he so late. He sounds a bit unhappy. Uh,
顺着完整的山墙走到了石板老墙的下面，去了石板外面石板的同一个地方。点燃一组火苗，我将小墙的墙走到转弯，朝老朱街走去的话，因为天和梦的这是中间的墙，天和地是不会听见的。Es ist ziemlich still. Und wir können hören, wie die Transporte hinter der gegnerischen Front rollen. Unausgesetzt. Bis in die Dämmerung hinein. Kat sagt, dass sie nicht abrollen, sondern Truppen bringen. Truppen. Munition, Geschütze. Stanislaus Kaczynski, das Haupt unserer Gruppe. Zäh, schlau, gerissen. 40 Jahre alt, mit einem Gesicht aus Erde, mit blauen Augen, hängenden Schultern. Von Beruf ist er, glaube ich, Schuster, aber das tut nichts zur Sache. Er versteht jedes Handwerk.
gut, mit ihm befreundet zu sein. Die Front ist ein Käfig, in dem man warten muss auf das, was geschehen wird. Wir liegen unter dem Granatenbogen. Wenn ein Geschoss kommt, dann kann ich mich ducken, das ist alles. Wohin es schlägt, kann ich weder genau wissen noch beeinflussen. Bleibt nur durch Zufälle am Leben. Und jeder Soldat glaubt und vertraut dem Zufall.
les attaques de mai, j'ai poiré des boches. Et pour ça, j'ai reçu la croix de guerre. On parle de la sale race boche. Je ne sais pas si c'est vrai ou si on nous montre le coup là-dessus aussi, mais les officiers allemands ne sont pas des hommes. Ce sont des monstres. C'est vraiment une sale vermine spéciale. Il faut les avoir vus de près, ces affreux grands raides, maigres comme des clous, et qui ont tout de même des têtes de veau, des tas à gueule de serpent. Ça me turlupine chez nous quand il faut que je tue un cochon que je connais. Mais de ceux-là, j'en embaucherai bien un. Et Ding, on peut l'armoire à linge. Sur les 25 kilomètres de largeur qui forment le front de l'armée, il faut compter 1000 kilomètres de lignes creuses, tranchées, boyaux. Il est impossible de démêler le sens de l'immense manœuvre, mais on comprend que notre artillerie s'engage de plus en plus et que l'offensive semble avoir changé de côté. Tout de même, il y en avait du vent dans les voiles cette nuit-là. Toutes ces troupes, des compagnies, des régiments entiers qui hurlaient et chantaient. Jamais j'en avais tant vu de convois dans la nuit. Jamais.
原来天花板已经掉下了一个角落。
sits quietly in front of me, smoking. Maybe you don't believe me. Just stand up and have a look. I suppose he is smiling. Now I have to wait until morning to leave. When the dawn comes, I'll be able to see, and it will be convenient for me. Left. Era doc? The light cannot be turned on.
You can hear how those sea waves are striking against the cliff. Of course I can't hear anything. Outside the window appears a dark shadow that might be a mountain. I listen intently. Deinen Namen? Elise of zoiets. Zou het een Fransman zijn? Ik wijs dat hij Pitié roept. Waarom halen die zijn kameraden hem nu niet op? Wij kunnen hem nu toch niet gaan ophalen? Ik zou hem direct uit zijn lijden verlossen. Afschuwelijk. Ja, jongen. Dat kan soms vreed lang duren voordat een mens dood is. Des morts volaient des lettres qui se sont échappées de leurs poches, de leurs cartouchières. Mon cher Henri, comme il fait beau temps pour le jour de ta fête. Henri, à l'air infendu, d'une hanche à l'autre, par un profond sillon. Sa tête est à demi retournée.
On voit l'œil creux. Et sur la tempe, la joue et le cou, une sorte de mousse verte a poussé. Thank you.
ton nom. Just, I must depend on the sense of touch and hearing. Thank you.
wird zu einem Brüllen und Blitzen. Die schweren Geschosse reißen die Grabenböschung weg. Es ist das Wahnsinnigste an Erschütterung, was es gibt. Wo sie niederfegen, ist ein Massengrab. Noch immer dieses Rollen drüben. Züge, Züge, Lastwagen, Lastwagen, es hört nicht auf. Es heißt, dass von drüben auch Tanks eingesetzt werden sollen und Infanterieflieger. Die Beine wollen nicht mehr. Die Hände zittern. Der Körper ist eine dünne Haut über unterdrücktem Wahnsinn. Über einem gleich hemmungslos ausbrechenden Gebrüll ohne Ende. Wir haben kein Fleisch und keine Muskeln mehr. Wir können uns nicht mehr ansehen, aus Furcht vor etwas Unberechenbarem. I don't know how long I've been sleeping. Finally, I made up my mind. I find a lighter in my pocket and start a small
Obviously, the owner of the house is exaggerating. Maybe he's suffering from some neurosis. A lot of things in the world are hard to feel. Just now were horrifying. I hope you didn't make any light. If there's one thing that's driving me mad, it's when people ask me how I feel. The way they stare at me and whisper behind my back. No! Oh.
I must get away from here or stay and go. Henry would have wanted. Oh, it's cool.
Welcome to the BBC News Desk. We have breaking news. Wir sind gefährliche Tiere geworden. Wir kämpfen nicht. Wir verteidigen uns vor der Vernichtung. Dort hetzt mit Händen und Helmen der Tod hinter uns her. Wir haben eine wahnsinnige Wut. Käme dein Vater mit denen drüben, du würdest nicht zaudern, ihm die Granate gegen die Brust zu werfen. Grassland.
hoop dat deze brief u in goede gezondheid vindt. We zitten momenteel maar op 50 meter van een Duits vandaan. Dus we moeten heel erg oppassen. Onze loograten zijn min of meer bewoonbaar. Op voorwaarde dat de waterpompen hun werk doen. Anders verandert alles op slag in een modderpoel. Maar al bij al valt het hier wel mee. Achter onze stelling ligt de tweede linie. Daar kunnen we uitrusten en ons weer gereed maken. Het is in een klein dal, in een bos. En in de helling zijn onderkomens gebouwd. Met hier en daar zelfs een kachel om ons eten op te verwarmen. Gisteren had er iemand zelfs een volle pot confituur bij. Gevonden in een verlaten dorp. Hij was zo vriendelijk om die pot te laten rondgaan. Ik heb de rest van de avond aan mijn vinger gelikt. Als die koude wind hier nu nog zou gaan liggen, dan zou dat hier eigenlijk best goed te doen zijn. Maar ja, je kunt niet alles hebben. Veel groeten, ook aan ons moeder. Yeah.
stelle sich nur vor. Kaum 60 Meter von unserem vordersten Graben die belgische Linie. Dazwischen Draht verhauen. Der Kopf unseres Grabens wird aus Sandsäcken gebildet. Sieht man durch diese Schießscharte, so kann man oftmals das lauernde Gewehr des feindlichen Postens sehen. I start walking. So nahe. In the beginning, nothing happens. Nothing. Hörbar nahe. And about 100 paces on, I suddenly step into empty air. Greifbar nah. Zwei Menschen, einer des anderen Bewegungen. Laute, ablauernd, das Gewehr langsam eingerichtet. Fortunately, I get caught in a little tree sticking out and I climb back onto the cliff. Dunst kriecht umher, ehe er wagt, über den Rand hinwegzugleiten. Es ist mir schwer, mit meinen Gedanken allein zu sein. Erinnerungen, die mich heimsuchen und mich sonderbar stimmen.
Today they brought in a deserter. Today brought in a deserter. I have a rich cliff. He had fired through the roof of his mouth, but he made a mess of it. Fired! He gave his mouth. The darkness, the owner of the house hands me a cup of water. So lebt denn wohl, wir müssen Abschied nehmen. And with a smell of lautet der Anfangsvers eines Soldatenlieds. But it's still drinkable. Diese Worte sind jetzt Wahrheit geworden. Und Abschied sollen diese Zeilen nehmen. Von euch. Von allen, die mir nahestehen. Gehört Gott, mein Leben dem Vaterland. Mir selbst aber bleibt übrig mein Glaube, meine Liebe zur Heimat,
und die Hoffnung, euch wiederzusehen. In ewiger Liebe. Thank you.
Thank you.
just don't think about things like dawn. Then harmonize yourself with the notre mine sous la tranchée de l'ennemi. C'était un spectacle terrible et encore magnifique à voir. Ces énormes flammes dans la nuit noire. Des centaines de tonnes de terre ont été projetées. Lorsque les débris se sont posés, j'ai rampé hors de la tranchée. Après une vingtaine de mètres, l'artillerie allemande a ouvert le feu et lancé un bombardement sur nous. Les grenades ont explosé tout autour de nous, c'est étrange. Mais à ce moment, il me semblait ne pas connaître la peur. C'était plutôt un mépris total du danger. Gerade will ich mich umdrehen, da poltert es. Schwer klatschend fällt ein Körper zu mir in den Trichter, rutscht ab, liegt auf mir. Ich denke nichts. Ich fasse keinen Entschluss. Ich stoße rasend zu. Da fühle ich, wie der Körper zuckt, langsam weich wird
Abgrund zusammensackt. Sieht mich mit einem Ausdruck furchtbaren Entsetzens an. Nein, 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 nein. Ich will dir helfen. Kamerad, 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 Kamerad. Ich schöpfe mit der hohlen Hand das gelbe Wasser. Er schluckt es. Es ist alles, was ich tun kann. Wir müssen jetzt warten. Tun sollen. Krieg ist Krieg. Jetzt keine Dummheit, Paul. Ruhe. Ruhe, Paul. Dann bist du gerettet, Paul. Ruhe.
Sister! Sister! Their heads and knees and mangled testicles. Their eyes of delirium and mouths that Sister. Cannot articulate and parts of faces, the nose gone or the jaw. As soon as I hear the owner telling me that below the cliff is the sea, I started to feel an irrational attraction to that imaginary world below. I don't know how long I've been at this house. There are these things, but no men. So how could I be a woman here and not die of it? I can't keep track. It's always so dark. Sometimes, suddenly, all in an Sometimes, instant, suddenly, a man looks up alone. At me from the shambles. Thank you.
Upon waking, I remember fragments of what happened. Yesterday was the day of an attack. Thank you.
Der Sommer 1918 ist der blutigste und der schwerste. Die Tage stehen wie Engel in Gold und Blau, unfassbar über dem Ring der Vernichtung. Wir haben keine Leute und keine Munition mehr. Doch der Feldzug geht weiter. Das Sterben geht weiter. Nie ist uns das Leben in seiner kargen Gestalt so begehrenswert erschienen wie jetzt. Sterne und das Fließen des Wassers, die Träume und der lange Schlaf. O Leben, Leben, Leben. Sommer 1918. Über die verbrannten Felder streicht ein rasendes Fieber der Ungeduld, der Enttäuschung. Warum machen wir keine Enttäuschung?
in the darkness, I put on my clothes.